Hier gibt es Content und hier gibt es auch Bett. Ich empfehle mich. Meme-Container. Ich bin viel schlimmer, als ein Gott je sein könnte. Ich bin ein liebender Mensch und liebender Sohn. Ich schlage jeden von euch tot! Jeden! Und wenn Sie denken, dass ich ein Lauch bin, nur weil ich nicht so ein Kreuz habe, ja, und Muskelpakete oder wie auch immer, ich bin kein Lauch. Ich weiß genau, in welchen inneren Modus ich umschalten muss, um zu überleben und auch dafür zu sorgen, dass meine Mutter überlebt, wenn uns je Gewalt angetan werden sollte und man uns krankenhausreif sagen will. Da könnt ihr einpacken! Einpacken! So, um eins klarzustellen, ich kommuniziere nicht ansatzweise mit niemandem von ihm im geringsten. Es stellt schon einen Akt der subtilen Bedrohung dar, dass Sie mich hier plötzlich anrufen, obwohl ich nicht bei im Telefonbuch stehe, sondern ich bin O2-Kunde, ja. Und ich stehe jetzt kurz vorm Ausrasten und stehe kurz davor, ganz bewusst die Gewaltkonfrontation zu suchen. Und dieses elendige Shalom Kawai, was eine Verballhornung ist, ein Kawai gibt es nämlich nicht im Jüdischen. Kawai ist ein feststehender Begriff aus dem Anime- und Manga-Bereich und heißt so viel wie niedlich. Unterschätzt mich nicht, auch wenn ich hier nur ein halbes Hemd bin. Unterschätzt mich nicht und meine Kraft und mein Hass. Und das ist schon an und für sich ein Skandal, dass der Polizeiapparat bis dato hier nur schleppend, wenn überhaupt, tätig wird. Ich habe mir mit meinen 51 Jahren nie im Wesentlichen etwas zu Schulden kommen lassen. Das Leben mit meiner Mutter geht vor und ihr habt nicht im Entferntesten die Option und die Erlaubnis und Legitimation, euch negativ über mein Leben zu legen und mir vorgeben zu wollen, ja, wie ich zu leben habe und worin ich meine Freizeit zu investieren habe. Ihr nicht. Niemand auf diesem Planeten schafft das. Niemand. Jetzt reicht es mir nämlich. Jetzt reicht es mir nämlich. Jetzt platze ich. Jetzt raste ich aus. Jetzt raste ich aus. Jetzt reicht es mir. Jetzt ist das Maß voll. Wer will noch? Wer will noch? Immer noch Lust, mir zu schreiben, mir zu drohen? Auch du Vogel hier? Ja. Sie bringe ich in die Forensik oder in den Knast. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch der Polizei oder eine Vorladung vor Gericht. Dann platzt die Bombe, aber sowas von. Erbärmlich, erbärmlich, erbärmlich. Ihr stellt euch ununterbrochen ein Armutszeugnis aus, jeder einzelne von euch. Auch die Herrschaften, die ich gestern Abend noch mal kurz frequentierte. Ihr wisst, was ich meine. Ihr seid nicht belehrbar. Ihr seid verloren für die Welt und vor allem auch für das Gute in der Welt. Jeder einzelne von euch. Schönen Tag noch. Hallo, hier ist wieder einmal der Staatsanwaltschaft Beschäftiger 67. I don't know how you made this, you haters, you underdogs. But I will bring you into jail. This is internet cyber terrorism and I will defeat you. You will not take my fun. Ja, ich war in der Platanenallee, in einem kleinen Krankenhaus, Kindergarten, mit gehandicapten Kindern, also epilepsiekranken Kindern, tumorkranken Kindern, ja. Und habe dann eine 1 im Zeugnis bekommen, Zwischenzeugnis. Also, wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich kenne meinen Weg. Wenn ihr hier auftaucht, gibt es ein Blutbad! Dass ihr nicht überleben werdet! Heute ist das Ende der NWO-Bandesekte! Ich bin bereit für euren Tod! Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Nun sehen Sie mal, welche Dimension das hat. Man macht nichts Böses. Man verteidigt sich nur gegen einen wildfremden Menschen mit Namen Mario Heinz Terrorfürst und lässt sich und seine Mutter nicht diffamieren und beleidigen. Und dann kommt sowas dabei raus. Ihnen abmontiert gewordenen Klingelschild, Herr Goldnatz, nicht wieder hier an unserem Haus.
auf postalischem Wege jag ich sie um den halben Globus. Bis nächsten Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch hat das Klingelschild wieder hier zu sein, was Sie in Auftrag gegeben haben, es zu demontieren. Die Polizei kennt ja die Audiodatei, wo Sie das anordnen. Verstanden? Bis nächste Woche Mittwoch ist das Klingelschild wieder hier und kann wieder montiert werden. Ja! Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. So, ich bin hier heute doch etwas motiviert, weil es mir auch gut geht. Ich lasse mir doch hier in diesem Land, in dem ich geboren wurde, nicht mein Leben die letzten Jahre noch zerstören oder das meiner ohnehin schon alten, kranken, hinfälligen Mutter. Ich zerstöre eure Leben systematisch. Ja? Und wenn das weltweit die Runde macht, ist mir das scheißegal. Ja? Ich habe nicht um diese Art Ruhm gebeten. Aber ihr lasst ja Leuten wie mir gar keine andere Wahl. Ja? Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando. Ist der Teufel auf dieser Welt endlich dran? Sag mir quando, quando. Sag mir wann. In dem Sinne. Bis dann.